Geschichte 6. Der verpasste Abend. Das Telefon klingelt. David Müller? Hi David, hier ist Selina. Wie schade, dass du gestern nicht zu mir kommen konntest. Du hast echt was verpasst. Es war wieder so super. Das glaube ich. Ja, echt. Alle waren da. Die ganze alte Clique. Nur du hast gefehlt. Mensch, seit dem letzten Treffen ist schon wieder so viel passiert. Ja? Ja, wirklich. Ismael ist doch im Januar Vater geworden. Er hat eine total süße Tochter und ist natürlich mega stolz. Er hat uns gleich einige Videos gezeigt. Echt nett. Er hat schon alles gepostet. Das musst du dir ansehen. Klar, mache ich. Ach ja, und Franziska war im Frühling in Spanien. Die hat den kompletten Jakobsweg gemacht. 800 Kilometer zu Fuß. Wahnsinn, oder? Sie hatte vorher so eine Art Burnout und das war dann die beste Therapie. Sie wollte einfach mal raus und abschalten, alleine mit sich und der Natur. Gute Idee. Sie hat super Bilder gemacht, die musst du unbedingt anschauen. Außerdem hat sie einen Videoblog und hat jeden Abend was ins Netz gestellt. Natürlich hat sie auch viele interessante Leute getroffen. Also die Reise muss eine klasse Erfahrung gewesen sein. Bestimmt. Ben hat sich natürlich wieder vor allem für die Fakten interessiert. Er hat sofort den Jakobsweg gegoogelt und uns dann eine Menge Fragen gestellt. Wie bei Wer wird Millionär? Typisch Ben. Das war super lustig. Klar. Naja, David, aber das Allerbeste waren natürlich wie immer die alten Geschichten. Peter hatte wieder ein paar Klassenfotos dabei. Wir haben so gelacht. Das glaube ich. Und alle haben nach dir gefragt, David. Die wollten dich sogar noch anrufen, aber ich habe ihnen erklärt, dass es keinen Sinn hat, weil du dich um deinen Neffen kümmern musst. So ein Pech, gerade gestern. Tja, ich bin der Onkel von Carlo und wohne in der Nähe. Schon klar, aber echt fies, oder? Letztes Mal konntest du auch nicht. Ja, stimmt. Naja, wenn's nicht geht, dann geht's nicht. Das haben die anderen auch verstanden. Vor allem Ismael als frischer Papa. Wir haben dann noch ein paar Selfies gemacht, extra für dich. Die hast du ja schon gesehen, oder? Nee, noch nicht. Ich schaue nachher mal rein. Mach das. Aber nächstes Mal muss es echt wieder klappen. Und wir zwei treffen uns mal auf einen Kaffee, okay? Ich melde mich. Alles klar, Selina. Danke für deinen Anruf. Gerne, und schau dir gleich die Sachen an. Die sind echt mega lustig. David legt sein Handy auf den Tisch und sieht aus dem Fenster. In diesem Moment klingelt es wieder. Nochmal Selina? Nein, seine Schwester. Hallo Vera. Hallo David. Du, ich wollte mich nochmal bedanken. Das war wirklich ein wunderbares Geschenk gestern. Tonio und ich hatten so einen tollen Abend. Endlich mal wieder ein Rockkonzert. Das freut mich. Bei uns war es auch prima. Wir zwei haben uns sehr gut unterhalten. Carlo ist so neugierig und hatte viele witzige Fragen. Und er hat so süß vom Kindergarten erzählt. Ganz lustig. Und ganz ohne Fotos. Ohne Fotos? Wie meinst du das? Ach nichts, das war nur ein Witz. Aber ehrlich, das hat auch mir großen Spaß gemacht. Ja schon, aber Freitagabend, da hast du sicher normalerweise etwas Besseres vor. Keine Sorge, Vera, ich habe nichts verpasst. Ganz sicher nicht. Wirklich? Dann bin ich froh. Also das war gestern wirklich eine tolle Überraschung von dir. Zwei so super Karten und dann noch dein Angebot auf Carlo aufzupassen.